So, hallo und herzlich willkommen im Wald zu einem ganz spontanen Video bei miesem Wetter. Drum auch ohne guten Ton. Ich hoffe, das ist trotzdem erträglich. Und danach habe ich wahrscheinlich noch ein bisschen was zu meckern. Aber jetzt erstmal die Sachinformation. Wenn ihr dann keine Lust mehr habt, dürft ihr auch gerne wieder ausschalten. Die Sachinformation richtet sich an Otto-Normalverbraucher. Otto-Normalverbraucher definiert als Mensch ohne irgendwelche weiteren Befugnisse zum Umgang oder Hantieren oder Besitz oder was auch immer von Waffen. Also irgendjemand, der nie irgendeinen hochamtlichen Zettel zu irgendwas mit Waffen besessen hat oder auch nicht vorhat oder jedenfalls keinen mehr hat. Ne? Also ohne irgendwelche besondere Befugnis. Otto Normalverbraucher, jeder x-beliebige Mensch, der sich in unserem Land aufhält. Ja, tatsächlich gilt das ja nicht nur für Bundesdeutsche, sondern auch für durchreisende Touristen aus sonst wo zum Beispiel. Ne? Für diese Gruppe Leute ohne besondere Befugnisse gilt das Folgende. Und ich möchte auch gleich darauf hinweisen, was noch nicht ganz klar ist und wo Uneinigkeiten hinsichtlich der Interpretation der Rechtslage herrschen. Das heißt, so 100% so ist es und nicht anders, das kann man momentan schwierig sagen, weil vieles eben erst nochmal interpretationsbedürftig ist, was da so im Gesetz drinsteht. An dieser Stelle herzlichen Dank für alle, die beim letzten Beitrag konstruktiv mitdiskutiert haben und bei der Klärung von offenen Fragen mitgeholfen haben und mich hier und da auch korrigiert haben. Das ist natürlich wie immer super, super hilfreich und wie immer außerordentlich wertvoll. Da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen, in keinster Weise. Nee, das ist ja wesentliches Fundament dessen, was ich hier mache, dass ihr dankenswerterweise die Möglichkeit nutzt, mich zu korrigieren, wenn da mal was falsch ist. So, daher jetzt eben eine, ich sag mal, ein bisschen vereinfachte Neufassung eben mit offenen Fragen. Also, was schon relativ eindeutig ist und was vorher diskutiert worden ist, jetzt so aber nicht gekommen ist, ist, dass es erstmal keine Begrenzung der Klingenlänge genereller Art geben wird. Das heißt, ein Messer über 6 cm, das wurde ja diskutiert, soll im öffentlichen Raum überhaupt nicht mehr führbar sein. Das ist vom Tisch. Ja, das ist so jetzt erstmal nicht mehr geplant. Erstmal mag sein, dass sich das nochmal ändert, das wissen wir nicht, aber erstmal spielt das keine Rolle mehr. So, was stattdessen sicherlich das Einschneidendste ist, ist, dass das Hantieren, Führen, Benutzen von Messern, theoretisch auch der Verkauf von Messern oder das Zuschaustellen von Messern oder was auch immer, das irgendwie damit herumfuchteln, was auch immer, wie gesagt, ja, mit dem Messer in folgenden Orten oder an folgenden Orten in Zukunft einen besonderen Grund braucht, um das noch zu dürfen. Ja, wenn man einen besonderen Grund, die listen wir gleich noch auf, nicht hat, dann darf man an den folgenden Orten eben nichts mit dem Messer anstellen sozusagen. Ja? Nämlich folgende Orte wären das. Das sind zum einen auf jeden Fall Züge, wahrscheinlich auch Busse und dazugehörige Einrichtungen, wo die jeweils halten. Unklar ist, ob das jetzt auch winzig kleine Bushaltestellen, wo einfach nur ein Schild hier hält, der Bus steht, gemeint ist, oder ob damit wirklich nur bauliche Bushaltestellen, die ein Dach zum Beispiel haben, also nicht das kleine Bushaltestellenhäuschen, sondern ein großer Busbahnhof, ne, Omnibusbahnhof oder zentraler Omnibusbahnhof, sowas in die Richtung. Das ist mit Sicherheit gemeint. Ob, wie gesagt, die allereinfachste Form von Bushaltestelle auch gemeint ist, das ist zum Beispiel sowas, was jetzt derzeit gerade diskutiert wird. Sicherlich sind aber gemeint Hauptbahnhöfe, sonstige Bahnhöfe, die eindeutig als Bahnhof zu erkennen sind und die irgendwie räumlich von ihrer Umgebung getrennt sind. Sprich, du läufst auf das Bahnhofsgelände, wenn der Bahnhof ein offensichtliches Bahnhofsgelände hat, und dann wirst du wahrscheinlich am Bahnhof sein und in dem Moment setzt dann eben dieses besagte Messerverbot ein. Das Messerverbot, wir nennen es jetzt einfach mal so, eigentlich die Führungsbeschränkung oder wie auch immer man das jetzt juristisch genau formulieren würde, betrifft jedes Messer. Und das ist sicherlich was, was sehr vielen Leuten sehr übel aufstößt. Jetzt erstmal mal als rein Sachinformation. Ich teile hier jetzt erstmal nur Sachinformationen, weil das bedeutet, dass im Grunde auch ein Mini-Messer mit 1-2 cm Klinge, das man am Schlüsselbund führt oder das man als Schmuck irgendwo hängen hat oder sonst wie, davon theoretisch betroffen ist, weil ja jegliches Messer unabhängig von der Klingenlänge, wie gesagt, alles ab, es hat eine Klinge im Grunde, so müsste man das wahrscheinlich
wahrscheinlich interpretieren, auch das ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber mit ziemlich großer Sicherheit ist das schon so gemeint, das wäre alles betroffen. Ja? Also wer Messer als Schmuck trägt oder eben das berühmte Schlüsselbundmesser, sowas in die Richtung, das wäre wie gesagt eben auch betroffen. So, neben den Gebieten, die schon genannt sind, sprich Bahnhof und Bahn und Bus und alles, was dazugehört, bis zu einer gewissen Größe, wie gesagt, wo da die Grenze ist, Fragezeichen, sind außerdem noch öffentliche Veranstaltungen, das war bisher auch schon so, das ist also keine Neuerung, Orte, wo sich generell viele Menschen aufhalten, können betroffen sein, kriminalitätsbelastete Gebiete können betroffen sein, wahrscheinlich, wenn das jetzt Sondergebiete sind, wo man sonst als Tourist zum Beispiel nicht erkennen kann, ob das jetzt gerade der Drogenumsatz-Hotspot von was auch immer, Frankfurt von mir aus, ist, wo man sich befindet, dann wird das vermutlich, auch das ist noch nicht 100% geklärt, dann mit Schildern gesichert werden müssen, beziehungsweise mit Schildern darauf hingewiesen werden müssen, dass man jetzt hier den Drogenumschlagort von Frankfurt oder halt einfach einen mit hohem Kriminalitätspotenzialort betritt und daher hier jetzt ein Messerverbot herrscht. Ansonsten im Umkreis und in Schulen oder sonstigen Bildungseinrichtungen, das muss zum Teil beantragt werden, das passiert zum Teil sicherlich irgendwie automatisch. Auch das ist noch nicht hundertprozentig klar, ob das ob das automatisch gilt oder ob die jeweilige Einrichtung das erst beantragen muss und das dann bekommt. Ne? Schwierig, insbesondere deswegen schwierig und in der Zug noch nicht ganz hundertprozentig geklärt, weil zum Beispiel Schulen ja in den Zuständigkeitsbereich der Länder und nicht des Bundes fallen und das Gesetz hier ja jetzt nur ein Bundesgesetz erstmal ist und daher muss man da vielleicht noch ein bisschen gucken. Ja, wenn Demonstrationen ist, dann gilt das auch da. Wenn da irgendwelche, zum Beispiel Marktplätze oder sowas, werden wahrscheinlich auch betroffen und gemeint sein. Also im Grunde kann man so als Faustformel ganz grob, wenn man sich nicht auswendig merken möchte, was da jetzt explizit so drin steht, dann kann man grob sich merken, Orte, wo sich viele Menschen aufhalten oder wo zumindest eine große Chance besteht, dass sich in dem Moment, wo du da vorbeiläufst, da viele Menschen aufhalten könnten. Ja? Ja, und wenn man dann halt eben in eine angemeldete Demonstration reinrennt, die da gerade just in diesem Moment stattfindet, das kann natürlich theoretisch auch noch passieren. Ja? Auch wenn man damit wohl möglich nicht gerechnet hat, weil man nicht wusste, dass die stattfindet. Ja, das sind meines Wissens so im Wesentlichen die Orte, um die es geht. Was zum Beispiel noch diskutiert wird, ist Nah- und Fernverkehr gemeint, ist einfach sämtlicher Verkehr, ÖPNV gemeint, alles, ja, vom ICE bis zum Stadtbus. Oder ist tatsächlich nur der Fernverkehr gemeint und aus irgendwelchen Gründen soll es im Stadtbus nicht gelten? Letzteres ergibt meiner Meinung nach nicht viel Sinn, aber so wird es, wie gesagt, eben diskutiert. Und ich maße mir nicht an, nachdem ich eine Weile drüber nachgedacht habe, da jetzt zu sagen, so ist es und nicht anders. Ich würde vorschlagen, ja, für uns Otto-Normalverbraucher gehen wir einfach davon aus, wenn wir dann Wert darauf legen, eben dieses Gesetz ernst zu nehmen, das ist nochmal eine andere Frage, das muss man ein Stück weit sicherlich schon tun. Ob man es aber tatsächlich tut, das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ne? Aber nehmen wir mal da einfach der Einfachkeit halber an, wir würden davon ausgehen wollen, dass wir vorhaben, uns da dran zu halten. So in dem Fall ist, denke ich, die Faustformel, überall, wo viele Leute zu erwarten sind, Menschenansammlungen, da darf das Messer nicht zugriffbereit sein. Man darf nicht damit hantieren, etc. pp. So, es sei denn. So, und jetzt kommen wir zu den Ausnahmen, denn die gibt es. Da ist eine lange Liste von möglichen Personengruppen, bei denen dann halt eben das Ganze nicht gilt, beziehungsweise die eine Ausnahme haben und dementsprechend mit dem Messer hantieren, beziehungsweise es führungsbereit oder gar führen dürfen, halt griffbereit haben und verwenden. Ne? Zum Beispiel, wenn man es für seine Berufsausübung benötigt, wenn man zum Beispiel ein Handwerker ist, der halt nun mal ein Messer braucht für sein Handwerk oder wo ein Messer für sein Handwerk zumindest mal praktisch ist. Ich hoffe, die Auslegung ist da nicht allzu streng oder wird da nicht allzu streng sein, der wäre eine Ausnahme. Weiteres Beispiel, Anwohner, die zum Beispiel in der Waffenverbotszone wohnen,
die dürfen aufgrund dessen, dass sie da wohnen, dann da trotzdem offenbar mit einem Messer drin führen, weil es wohl unzumutbar oder warum, was der Grund genau ist, das bleibt noch abzuwarten. Aber zumindest stehen Anwohner, übrigens auch Anlieger, und der Lieferverkehr explizit als Ausnahme drin, dass diejenigen, die eben als Anwohner, Anlieger oder Lieferverkehr eine Messenverbotszone, Waffenverbotszone betreten oder sich drin aufhalten, bei Anlieferverkehr darf man davon ausgehen, dass der Aufenthalt wahrscheinlich nicht so lange ist und so weiter und so fort, die wären eben auch eine Ausnahme und dementsprechend zum Führen eines Messers vermutlich berechtigt. Ja? Oder, um mal das dritte Ding zu nennen, weil die anderen Fälle sind nicht so relevant, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, grobe Zusammenfassung für Otto-Normalverbraucher. Das allgemeine berechtigte Interesse bzw. ein allgemein anerkannter Grund, ein Messer zu verwenden. Und da steht zumindest jetzt in dem vorliegenden Text, den die Bundesregierung so als Gesetzesentwurf jetzt rausgegeben hat, steht drin, dass zum Beispiel das Ausschneiden von Obst oder das Abschneiden von einem Stück Brot oder sowas in die Richtung, sprich die Verwendung eines Messers für ein offensichtlich Ausschneiden vom Brötchen und so weiter, für einen offensichtlich sinnvollen und allgemein als notwendig erachteten Zweck, dass du zum Beispiel von einer riesigen Salami nicht einfach runterbeißt, das wird wohl den allermeisten Leuten einleuchten, dass das nicht so angenehm ist und dass man sich vielleicht lieber eine Scheibe Salami runterschneiden würde. Für so einen Zweck darf man auch in einer Messerverbotszone, egal welcher, also auch im Zug, auch im, keine Ahnung, am Marktplatz oder weiß nicht, ob das dann auch, nee, auf einer Demo wahrscheinlich nicht. Da gibt es ja nochmal andere, ich glaube, Demonstrationen sind nochmal gesondert. Das weiß ich jetzt nicht genau, also nagelt mich da nicht fest. Aber zumindest in den allermeisten der Waffenverbotszonen wäre dann zum Beispiel ein kurz das Messer herauskramen, wie man das verschließen muss und so weiter und so fort, dazu kommen wir gleich. Dann das Messer kurz für den allgemein anerkannten Zweck verwenden. Und danach gleich wieder weg damit. Ja? Also sofort wieder verstauen, nach Möglichkeit irgendwo, wo man halt nicht so schnell rankommt oder wo jemand anders möglicherweise auch nicht so schnell rankommt, was auch immer da genau die Intention dieses Gesetzes möglicherweise gewesen sein könnte. So genau scheint das niemand zu wissen. Also neben den genannten Ausnahmen gibt es jetzt noch den aller wichtigsten Sonderfall, nämlich der Transport des Messers. Wenn man zum Beispiel vorhat, von A nach B unterwegs zu sein und B ist zum Beispiel ein Wald und um eben in diesem Wald mit seinem Messer meinetwegen an einem Stock herumzuschnitzen, weil man das gerne macht, zu üben, wie man Pfeffersticks macht zum Beispiel oder sich eine kleine lustige Zwergenfigur aus einem schönen Stock rauszuschnitzen oder was auch immer. Ja, oder das Messer im Wald dabei zu haben, weil man sich im Wald ein Stück Salami runterschneiden möchte, etc. pp. Nehmen wir mal an, das wäre, denke ich, das meist oder ein sehr häufiges Szenario, weshalb man eben ein Messer dabei hat als Otto-Normalverbraucher. So. Und man möchte jetzt von Punkt A, vorzugsweise der eigenen Wohnung, zu Punkt B, dem Wald, dieses Messer transportieren. Nehmen wir der Einfachkeit halber an, wir brauchen dafür keinen Bus oder nicht die Bahn, sondern wir gehen einfach zu Fuß durch unser Dorf und müssen jetzt zum Beispiel über den Marktplatz oder an der Schule vorbei. Nehmen wir der Einfachkeit halber an, sowohl der Marktplatz als auch die Schule wären Waffenverbotszonen. Was bedeutet das jetzt? Wir können, solange wir uns noch nicht in der Waffenverbotszone befinden, unser reguläres Messer, also irgendwas unter 12 cm, falls es feststehend ist, oder eben ein Messer, das nur zweihändig zu öffnen ist und keine Einhand, und dann ist es offen, Mechanismus hat, so ein Messer, das meinen wir, also die nicht unter den 42a fallen, sowas können wir so lange in der Hosentasche und oder am Gürtel oder irgendwie sonst wie transportieren, wie wir halt wollen, völlig egal, spielt keine Rolle. In der Hand haben beim Spazierengehen geht theoretisch auch, bis wir uns der Waffenverbotszone nähern. Wenn wir jetzt zur Waffenverbotszone kommen und haben gar nicht vor, in der Waffenverbotszone mit unserem Messer irgendwas zu tun, dann dürfen wir das Messer beim Durchqueren der Waffenverbotszone transportieren.
Hier muss ich noch eine kleine Ergänzung machen. Es könnte sein, dass Transport nur dann ein Transport ist, wenn man angeben kann, von Punkt A nach Punkt B unterwegs zu sein. Das heißt, du musst möglicherweise in einer Kontrolle dann angeben, ich komme von da und da und will nach da und da. Und da und da, also da, wo man hin will, sollte nach Möglichkeit ein Ort sein, wo man ein Messer dann wieder verwenden darf. Also wenn du von Marktplatz zum Drogenumschlagplatz laufen möchtest, dann wird das schwierig, weil an beiden Orten darfst du das Messer ja gar nicht verwenden. Also wahrscheinlich könnte das dann negativ ausgelegt werden. Also da sollte man im Prinzip einfach, im Grunde wird in den meisten Orten von Deutschland es wahrscheinlich funktionieren, wenn du sagst, ich komme von tatsächlich da, wo du herkommst, sofern das jetzt nicht eben wirklich. Und selbst wenn du aus einer Waffenverbotszone kommst, wenn du da wohnst oder da Anlieger bist, dann ist das ja auch wieder in Ordnung. Also von daher ist es, glaube ich, am realistischsten, dass man wirklich sagt, wo man herkommt, bevor man sich da irgendwas überlegen muss. Und man möchte in den Wald. Punkt. Ja, das geht von jedem beliebigen Ort. Und wenn du über U-Bahn oder sonst was zum Wald möchtest, dann möchtest du halt via U-Bahn oder sonst was zum Wald. Das kann dir ja niemand beweisen, dass du nicht zum Wald möchtest. So, um es zu transportieren, muss das Messer nicht zugriffsbereit sein. So, und jetzt scheiden sich eben die Geister. Das ist wirklich was, was viel diskutiert wird. Am sichersten, und das würde ich nach etwas Überlegung wirklich empfehlen, ist natürlich letzten Endes immer eure Sache, was ihr macht. Grundsätzlich gilt für alles im Leben. Ne? Niemand muss auf mich hören. Aber ich denke, es ist wahrscheinlich am sichersten, wenn man nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommen möchte. Nochmal, ne? Also vorausgesetzt, wir wollen uns überhaupt dran halten. Dann das Messer in einem sogenannten verschlossenen Behältnis zu transportieren. Der Begriff nicht zugriffsbereit, ist tatsächlich schwierig zu fassen. Es gibt für Schusswaffen genaue Bestimmungen. Da ist das wirklich absolut eindeutig geregelt. Vielleicht auch für Schreckschusswaffen, das weiß ich nicht, da bekenne ich mich zu wenig aus. Aber bei Schusswaffen bedeutet zugriffsbereit, dass die Waffe innerhalb von 3 Handgriffen bzw. 3 Sekunden und/oder in Anschlag gebracht werden kann. Sprich, du nimmst das Gewehr hoch und zielst jetzt damit und könntest einen Schuss abgeben. Oder du nimmst die Pistole hoch, zielst jetzt damit und könntest damit einen Schuss abgeben, etc. pp. Was da sonst noch so an Schusswaffen gibt. Theoretisch Revolver, Flinte, Büchse, kann man alles noch gern differenzieren. So, jetzt könnte man meinen, und das ist eben was, was immer mal wieder für Verwirrung sorgt, nicht zugriffsbereit sei das Gegenteil von zugriffsbereit. Also, wenn zugriffsbereit bedeutet, innerhalb von 3 Sekunden kannst du das Ding in Anschlag nehmen. Nicht zugriffsbereit bedeutet, wenn du es in Anschlag nehmen willst, brauchst du dafür länger als 3 Sekunden. Könnte man jetzt meinen. Ist aber tatsächlich vermutlich nicht so, zumindest nach Meinung der meisten Leute, die sich damit beschäftigen. Sondern nicht zugriffsbereit bedeutet, die Waffe wird ist zum Transport in ein verschlossenes Behältnis übergeben. Und was exakt ein verschlossenes Behältnis ist, darüber gibt es Abhandlungen wie Sand am Meer. Ja, das ist also wirklich ein Thema, was sehr, 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 sehr umstritten ist. Zum Beispiel zählt der Kofferraum dazu, zählt ein Handschuhfach dazu, ist das geschlossene Auto schon sowas, ist die Waffe schon nicht zugriffsbereit, wenn sie einfach auf dem Rücksitz liegt und zum Beispiel halb auseinander montiert ist, oder muss sie wirklich in einem Gefäß drin sein und so weiter und so weiter. Ja, also das ist alles ein bisschen nicht ganz einfach zu klären. Im Zweifel, wenn man eben kein Risiko eingehen möchte, ist das verschlossene Behältnis, also sprich ein Behältnis, an dem ein Schloss dran ist, das man abschließen kann, und in dem man den Schlüssel dann nicht unbedingt stecken lässt. Ja. Das ist sicherlich das Allersicherste. So, und wenn wir jetzt auf Nummer sicher gehen wollen bei der Interpretation, was ein nicht zugriffsbereites Messer sein soll, dann wären wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite mit dem verschlossenen Behältnis. So, da ist man sich jetzt aber relativ sicher, dass als verschlossenes Behältnis jedes x-beliebige verschlossene Behältnis zählt. Vielleicht nicht unbedingt eins, was du einfach auseinander, also eine Papiertüte mit Vorhängeschloss, vielleicht nicht. Eine Plastiktüte mit Vorhängeschloss, die sich einfach auseinanderreißen lässt, vielleicht auch nicht. Aber alles darüber hinaus, also ein Federmäppchen zum Beispiel, das ein normaler Mensch jetzt nicht einfach auseinanderreißen kann,
das zwei, also ein Doppelreißverschluss hat mit zwei so Reißverschlussringelchen an dem Reißverschluss, dann kannst du die beiden Ringe mit dem Vorhängeschloss zusammenketten und dann kriegst du das Ding nicht mehr auf, wenn du nicht das Vorhängeschloss abmachst. Und das wäre, glaube ich, das, was ich mir demnächst zulegen werde, um damit eben mein Messer durch eine Waffenverbotszone zu transportieren. Also, nehmen wir jetzt an, wir hätten also so ein Ding und mit diesem Ding sind wir unterwegs. Das haben wir irgendwo in der Hosentasche stecken, weil es ist ja nur ein Federmäppchen. Das passt ja in die Hosentasche, wenn man zusammenknäult. Ein kleines Mikrovorhängeschloss, das kann noch so winzig sein, das ist egal. Passt auch in die Hosentasche, wenn man zusammenknäult, insbesondere wenn man viele Hosentaschen hat. Ich empfehle Hosen mit vielen Hosentaschen. Genereller Tipp fürs Leben. muss aber nicht angenommen werden. Ganz völlig unverbindlich. So, und jetzt kann man eben mit diesem Mäppchen, mit diesem Etui, mit diesem verschlossenen Behältnis für sein Messer, das macht man jetzt auf, dann macht man da sein Messer rein, dann macht man das Ding wieder zu, macht das Schloss dran, macht das Schloss zu, läuft über den Marktplatz. So, und wenn man jetzt der Meinung ist, hinter dem Marktplatz, bevor man zur Schule kommt, nochmal sein Messer zu benötigen oder es nochmal in der Hosentasche führen zu müssen, dann macht man das Ding wieder auf, nimmt das Messer wieder in die Hosentasche, läuft weiter, bis man zur Schule kommt, macht das Messer dann wieder ins verschlossene Behältnis, läuft damit weiter, bis man bei der Schule durch ist, holt es wieder raus, geht in den Wald und kann den Rest des Tages, solange man dann eben im Wald ist, mit dem Messer in der Hosentasche oder am Gürtel oder was auch immer herumlaufen, soweit einen das halt dann eben Spaß macht oder man es für notwendig erachtet oder welcher Grund auch immer, das ist ja dann abseits der vielbelebten Plätze dann auch schon wieder egal. Ob es im Wald irgendeinen Ort gibt, der eine Messerverbotszone wäre, wage ich zu bezweifeln. Ich wüsste wirklich nicht, was das sein soll. Es sei denn, es ist eine Veranstaltung im Wald, eine öffentliche. Oder also jetzt zum Beispiel irgendein Sportevent, Waldmarathon von Buxtehude, weiß ich nicht, keine Ahnung. Zum Beispiel, ja, das wäre dann nochmal eine Ausnahme. Aber sonst reguläre Plätze im Wald kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und im Grunde ist es das eigentlich für Otto-Normalverbraucher? Ja? Natürlich auch, wenn man eben mit dem Zug zum Wald fährt, wenn man mit dem Bus zum Wald fährt oder halt für jede andere Situation, wo man mitbekommt, dass man sich jetzt einem Ort nähert und so weiter, an dem man das Messer ins verschlossene Behältnis packen möchte. Selbstverständlich kann man, muss man nicht, kann man, hält einen niemand von ab, sein Messer einfach daheim ins verschlossene Behältnis tun, weil man davon ausgeht, dass man es die nächsten paar Minuten nicht braucht oder den kompletten Weg bis zum Wald wahrscheinlich nicht braucht. So ist es sicherlich auch irgendwo gedacht. Wahrscheinlich, auch das weiß ich nicht, da kann ich nur spekulieren und vermute das jetzt einfach mal als unqualifizierte Vermutung. Dann hast du es halt die ganze Zeit im Rucksack, im verschlossenen Behältnis, spazierst durch die Stadt bis in den Wald, brauchst es nicht, oder fährst mit dem Zug bis in den Wald, brauchst es zwischendurch nicht, musst du dich nicht weiter darum kümmern, es aus dem Behältnis rauszuholen. So, und wenn du dann im Wald angekommen bist, wie gesagt, und es zum ersten Mal brauchst, vielleicht kommst du auch im Wald an und musst nicht als erstes dein Messer rausholen, sondern du kommst im Wald an und läufst da erstmal durch und stellst fest, dass da ein Eichhörnchen ist und ein schöner Vogel, den du nicht bestimmen kannst, und ein Baum, den du erst recht nicht bestimmen kannst. Und da muss man dringend mehr Baumbestimmung lernen. Das ist jetzt keine allgemeine Empfehlung, sondern eine dringende Notwendigkeit. Und dann irgendwann kommt man auf die Idee, sich jetzt auf diese Parkbank zu setzen und möchte jetzt ein Stück von seiner Salami runterschneiden, und dann kann man für diesen Zweck jetzt sein Messer rausnehmen und von seiner Salami ein Stück runterschneiden. So, und weil man sich jetzt im Wald befindet, muss man sein Messer nicht sofort wieder ins verschlossene Gefäß tun. Läufst du über den Marktplatz, bekommst auf dem Marktplatz das dringende Bedürfnis, dir von deiner Salami ein Stück runterzuschneiden. Dann kannst du dich irgendwo hinhocken, deine Salami rausnehmen, dein Messer aus deinem verschlossenen Behältnis herausnehmen, eine Scheibe runterschneiden, das Messer wieder ins verschlossene Behältnis tun, verschlossenes Behältnis wieder verschließen, Salami eventuell weiter in der Hand tragen, die auf den Kopf setzen, irgend sonst wohin schieben, völlig egal. Ne? Hauptsache, das Messer ist wieder im verschlossenen Behältnis. So, und dann hast du ein Stück Salami gegessen, mitten auf dem Marktplatz in einer Waffenverbotszone. Da herrscht relativ große Einigkeit, dass das vermutlich zulässig ist. So, bedeutet, was ist jetzt die Einschränkung für Otto-Normalverbraucher? Naja, in den meisten Fällen, dass er ein verschlossenes Behältnis mitschleppen muss. So, das war die Sachinformation. Ja? So muss man sich, wenn man sich ans Gesetz halten möchte, in Zukunft wahrscheinlich so oder so ähnlich, zumindest ist das eine mögliche Vorgehensweise, verhalten,
wenn man nicht riskieren möchte, ja, ist nass, in eine Waffenverbotszone reinzurennen und dann sein Messer eben zugriffbereit zu haben. Alternativ kann man sein Messer auch einfach daheim lassen. Das geht auch. Das ist auch eine mögliche Handlungsweise. Ja? So. Nur, wie gesagt, für Otto Normalverbraucher. Für Leute mit besonderer Befugnis, sprich Waffenbesitzkarte etc. pp. Da gelten andere Sachen. Das will ich hier einfach aus Zeit- und Themengründen nicht weiter thematisieren. Gut. Falls Unklarheiten herrschen, wozu soll das gut sein? Und jetzt kommt Interpretation. Nicht Sachlage. Interpretation. Das soll, denke ich, nach Meinung der Regierung, nicht meiner Meinung, nach Meinung der Regierung dazu führen, dass bei spontan auftretendem Streit ein Messer nicht sofort griffbereit ist. Das heißt, bei einem eskalierenden Streit, dir begegnet jemand, der einen Wasserhahn auf die Stirn geschraubt hat und du findest das hässlich. So. Und dem sagst du, ey, Wasserhahn auf der Stirn geht mal gar nicht. Und der sagt, aufs Maul! Und du sagst, na gerne doch! So, dann könnt ihr euch aufs Maul geben, weil eure Fäuste sind griffbereit. Ja? Aber wenn der zum Beispiel sagt, aufs Maul, und du sagst, Moment, und du machst erst deinen Rucksack, zum Beispiel, nehmen wir mal an, du hast es in einem verschlossenen Behältnis unten im Rucksack, machst deinen Rucksack auf, holst dein verschlossenes Behältnis raus, versuchst dann das verschlossene Behältnis aufzuschließen, um dein Messer rauszunehmen, bis dir das gelungen ist, hast du wahrscheinlich aufs Maul bekommen, und zwar ordentlich, ja? Und daher könnte ich mir vorstellen, das ist so meine Interpretation, dass sich die Regierung denkt, dass damit eine sehr spontane Messereskalation verhindert werden kann. Aber größter Haken bzw. größter Kritikpunkt dieser Denkweise ist jetzt soweit ja erstmal gar nicht völlig Mischugge. Ja? Soweit, ja. Aber größter Kritikpunkt setzt natürlich voraus, dass die Personen, die dazu neigen, auf dem Marktplatz sich wegen einem Wasserhahn auf der Stirn aufs Maul geben zu wollen und das gegebenenfalls vielleicht mit Messern noch unterstreichen wollen, dieses Verhalten, das setzt voraus, dass die vorher ein Interesse daran haben, ihr Messer in einem verschlossenen Behältnis zu transportieren. Möglich wäre, dass wer Bock hat, sich auf die Fresse zu geben, kein Interesse daran hat oder es einfach ignoriert, dass er sein Messer in einem verschlossenen Behältnis hätte transportieren müssen. So, und weil das so ist, Interpretation, vermute ich, dass deswegen sich die Regierung gedacht haben könnte, ich sitze da nicht drin, das ist gut so, ja, und daher weiß ich nicht genau, was sie sich gedacht hat, aber es könnte zum Beispiel sein, dass sie deswegen beschlossen haben, dass die Polizei an, das kommt nämlich jetzt noch dazu, an Orten, an denen ein Messerverbot herrscht, stichprobenartig Leute kontrollieren darf, ob die ein Messer dabei haben. Und wenn ja, wie das Messer gesichert ist, es zum Beispiel in einem verschlossenen Behältnis sich befindet. So. Und jetzt weiterhin mögliche Idee der Regierung, dass, wenn du jetzt die Polizei dahin stellst und nehmen wir mal an, die kontrolliert stichprobenartig und vielleicht mit so ein kleines bisschen, wer könnte denn verdächtig sein, ja, Typ mit Hut zum Beispiel, und stellt dann fest, nachdem sie viele verdächtige Leute kontrolliert hat, dass von denen, keine Ahnung, 8 von 10 ein Messer zugriffsbereit dabei hatten, dann nimmt sie denen das Messer weg. So. Und die kriegen ein kleines Bußgeld. Vielleicht auch ein großes, weiß ich nicht. Steht es noch nicht genau festgelegt, soweit ich das überschauen kann. Die müssen jetzt entweder ohne Messer weiterlaufen, dann können sie keine Messerstecherei begehen. Ja? Oder die laufen jetzt zurück nach Hause, holen ein neues Messer, packen es vielleicht jetzt in ein verschlossenes Behältnis,
latschen damit jetzt in die Waffenverbotszone, machen ihr verschlossenes Behältnis auf, holen ihr Messer raus und tun damit Unrecht. So. Ja, aber das ist ja, ne, also bisschen vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht, weil eben diese Möglichkeit besteht. Aber vielleicht hat sich die Regierung gedacht, dass der Anteil der Leute, die jetzt erstmal kein Messer mehr haben, dazu führt, dass es weniger Messerstraftaten an öffentlichen Plätzen geben könnte. Hm? Interpretation, wie gesagt. Ja, das ist so meine Idee, was sich vielleicht eventuell die Regierung eben bei diesem Gesetz gedacht haben könnte. Ja. Und jetzt wissen wir halt nicht, dazu gibt es keine empirisch belastbaren Daten, wie oft solche Fälle vorkommen. Wir haben also keine wirklich brauchbare Übersicht über das Motiv von Messerstraftaten an öffentlichen Orten. Sind die spontan nur dadurch entstanden, dass Messer griffbereit sind? Wären die nicht entstanden, wenn sich alle Beteiligten daran halten, dass das Messer nicht griffbereit ist? Das kann in manchen Fällen zutreffen. Ich sage, es kann. Ich sage nicht, es tut. Oder es trifft halt überhaupt nicht zu und in keinem einzigen Fall hätte das vielleicht was genützt. Ja? Ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo da dazwischen. Sehr viele Fälle werden es sicherlich nicht sein, in denen das jetzt eine Messerstecherei verhindert. Ja? Und inwieweit es jetzt hilft, jemanden, der eben auf dieses Gesetz scheißt, dass der dann auch, das ist das Nächste, der muss ja auch noch blöd genug sein, beziehungsweise eben leichtsinnig genug, dann nennen wir es einfach spaßeshalber mal so, dass der in eine Polizeikontrolle rennt und sich dann eben auf diesem Wege das Messer abnehmen lässt. Das Nächste, er muss ja auch noch kontrolliert werden und die Polizei muss ja auch noch da sein. Das ist ja noch das Nächste, ne? Was natürlich auch noch eine Rolle spielt, dass wir an allen Messerverbotszonen jeweils auch Polizei stehen haben, an allen Zugängen zur Messerverbotszone und am besten noch in der Mitte patrouillierend, wenn man wirklich... Gut, man kann eh nicht jeden kontrollieren, dann wäre es ja nicht mehr stichprobenartig. Ja? Und was anderes als stichprobenartig, das wäre dann aus Bundesverfassungsgründen nicht zulässig. Ob überhaupt die stichprobenartige, anlasslose Kontrolle überhaupt zulässig ist, das wird, sobald das Gesetz verabschiedet ist, auf jeden Fall das Bundesverfassungsgericht klären. Denn, was offenbar auch vielen Leuten nicht klar ist, so funktioniert das in Deutschland. Ein Gesetz wird erlassen. Das Gesetz ist möglicherweise scheiße. Das kam schon ein paar Mal vor in der deutschen Geschichte. Und dann muss das Bundesverfassungsgericht da eben drüber und mal gucken, ob das Gesetz so scheiße ist, dass erstens das Bundesverfassungsgericht zuständig ist und zweitens, ob das Gesetz halt wieder weg kann. Ja, und wenn das dann geklärt ist, dann werden wir es wissen. Bis dahin dürfen wir selbstverständlich gerne weiter spekulieren. Ja, da kann uns niemand von abhalten. Und ja... So, also das war Interpretation, was sich die Regierung dabei wohl möglich gedacht haben könnte. Und die offensichtlichsten, meiner Meinung nach offensichtlichsten Fehler bzw. Schwierigkeiten, warum der Nutzen dieser Überlegung gegen sehr wenig bis null tendieren dürfte. Ja? Außerdem sind ja diese Verschärfungen nur hilfreich eben für Messerstraftaten, die auch an öffentlichen Orten durchgeführt werden. Messerstraftaten an nicht öffentlichen Orten sind davon überhaupt nicht betroffen. Ja, und das dürfte die Mehrheit sein. Also soweit darf man, denke ich, schon der nicht, also für einen empirisch wissenschaftlich denkenden Menschen viel zu unzureichenden, aber halt eben dem bisschen, was an Statistik vorhanden ist, dürfen wir schon davon ausgehen, dass die allermeisten Messerattentate, Attentate ist jetzt wieder was anderes, ne? Also Messerangriffe, Messerstraftaten, Körperverletzungen mit Messer, ich glaube, das ist der Fachbegriff, dass das Beziehungstaten sind und in den eigenen vier Wänden oder den vier Wänden von wem anders stattfinden, ja, und gar nicht so sehr ausschließlich auf der Straße. Jetzt ist es auch aus anderen Gründen, abgesehen von der fehlenden Wirksamkeit, zweite Interpretation, eine blöde Idee, dieses Gesetz so, also zumindest den
Zum Rest weiß ich nicht. Da maße ich mir einfach kein Urteil an. Da stecke ich zu wenig drin und kenne zu wenig Details. Ja, aber zumindest zu dem Messerteil habe ich häufig gehört und kann das Argument inzwischen sehr gut nachvollziehen und möchte mich dem anschließen, dass ein großes Problem darin besteht, dass dieses Gesetz sehr populistisch wirkt. Und da kann ein gesamtgesellschaftlicher Schaden dadurch entstehen, dass, wenn die Ampel populistische Gesetze erlässt, und ich würde schon sagen, das ist zumindest in Teilen durchaus der Fall in diesem Fall, dann ist jetzt die Grenze, alternativ eine Alternative zu wählen, weniger deutlich, beziehungsweise dann ist es auch schon egal und das mag für den einen oder anderen eine Rolle spielen. So, jetzt gibt es zu Populismus viele super intelligente Leute, die genau erklären können, warum das so scheiße ist. Für mich ist es dahingehend so scheiße, weil im Grunde verstehe ich Populismus, vielleicht ist das nicht die hundertprozentig offizielle Definition, als einfache Lösungen für komplexe Probleme anbieten und den Leuten erzählen, dass wenn du sie zum Beispiel wählst oder ihnen folgst oder dich ihnen anschließt oder sonst irgendwas in die Richtung, dann werden all die Probleme, die teilweise unglaublich komplex sind, weil wir halt eben nun mal auf einem komplexen Planeten leben, mit komplexen Strukturen und komplexen Problemen, dann aber, wenn du die wählst, die dir versprechen, es müsste nur eine einfache Lösung geben, die dann durchführen, dann wird alles gut und das ist verlockend. Und da es diese einfache Lösung per Definition nicht geben kann, komplexe Probleme haben nie einfache Lösungen, das ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen. In ganz, ganz seltenen Fällen kann man einfache Lösungen für Teilbereiche eines komplexen Problems finden, die dann aber sicherlich nicht den Gesamtzusammenhang vollständig auflösen können. Aber es ist natürlich verlockend. Beispielsweise, wenn man Angst davor hat, prinzipiell Angst davor haben würde, wenn man mal mitbekommt, was in den Klimaprognosen so drinsteht und was für ökologische Folgen die zum Beispiel hätten, wenn es ein Weiter-so-Szenario, also weiter fossile Energieträger verwenden wie bisher, geben würde, dann sind diese Ergebnisse, die da dann rauskommen, wirklich erschreckend und das kann einem Angst machen. So, und jetzt ist es einfach bequemer, anstatt in Angst leben zu müssen oder gar akzeptieren zu müssen, dass man an seinem Lebensstil was ändern sollte oder akzeptieren müsste, dass die Gesellschaft an ihrem Gesamtlebensstil was ändern sollte, da ist es viel bequemer, jetzt einfach denjenigen zu glauben, die sagen, ach, das ist gar nicht so, das sei alles viel einfacher und im Grunde müssen wir einfach gar nichts machen und dann wird schon wieder alles in Ordnung kommen und das ist natürlich viel, 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 viel bequemer, ne? Oder zum Beispiel, dass man einfach irgendeinen Sündenbock findet. An allen Problemen sind zum Beispiel nur die Flüchtlinge schuld, nur und ausschließlich. Also das ist die einfache Lösung. So, und wenn ihr uns wählt, dann schmeißen wir alle Flüchtlinge ganz einfach raus, ignorieren international alles recht und die sind dann weg und dann ist alles wieder gut und alle Probleme sind gelöst und alle können wieder in Frieden leben und Schwule und Lesben gibt es nach Möglichkeit auch am besten gar nicht mehr. So, und alles ist wieder wie früher, als es noch alles gut war. Wann genau zuletzt früher alles gut war, weiß ich zwar nicht, aber so ist es dann wieder. Ja, und das erscheint jetzt als eine gangbare Lösung und scheinbar sind dann alle Probleme gelöst, wenn man nur eine populistische Herangehensweise wählen würde und endlich jetzt mal eine Regierung dann gewählt ist, die wirklich mal versteht, was das Land braucht. Ne? Mit genau dieser Herangehensweise ist ja im Prinzip auch die NSDAP gewählt worden. Das war im Grunde auch Populismus, soweit ich das zumindest verstehe. Wer sich da besser auskennt als ich, mag mich korrigieren. Und das ist natürlich, wie gesagt, brandgefährlich und daher tut es super, super, super weh, dass, ja, fast jede Partei, ja eigentlich jede, also jedenfalls jede, die groß genug ist, dass man es mitbekommen würde, inzwischen sich populistischer Strategien bemüht, um gegen die rein populistischen Parteien scheinbar vorzugehen. So nach dem Motto, okay, wenn die uns dahin abwandern, dann müssen wir uns den Populisten annähern, um wieder wählbar zu sein und die Leute zurückzuholen oder was da auch immer genau die Strategie und Intention dahinter sein soll. Mir persönlich macht das Angst, das ist das zweite
zweitgrößte, was mir am meisten Angst macht, neben dem Klimawandel, ist es tatsächlich unser Umgang mit Populismus, der mir so ansonsten wirklich am allermeisten Angst macht. Weil das hat einfach ein riesiges Zerstörungspotenzial und trägt definitiv zur Verdummung der Gesellschaft bei, dass einfach komplexe Probleme einfach gar nicht mehr erkannt werden, dass sie komplex sind. Komplexität nicht mehr wahrgenommen wird. Dass man tatsächlich denkt, alles wäre ganz einfach, man müsste nur die Idioten wählen. Und das ist wirklich brandgefährlich. Und jetzt muss man nicht mal ein Idiot sein, um Idioten zu wählen. Es reicht einfach schon, drauf reinzufallen. Das kann einem mal passieren, weil man sich gerade in irgendeiner blöden Phase seines Lebens befindet. Das ist in manchen Fällen wirklich menschlich nachvollziehbar. Ich verstehe auch insgesamt zum Beispiel, dass ich wenn man das jetzt so sagen kann, der Osten im Stich gelassen fühlt. Falls man, wie gesagt, das kann man so schwer verallgemeinert sagen, aber ihr wisst sicherlich, was ich meine, wenn ich das so formuliere. Und da kann man dann schon irgendwo Gründe für finden, die echt menschlich nachvollziehbar sind, dass da so viel eine sogenannte Alternative gewählt wird. Aber ja, das macht mir persönlich, macht mir das wirklich, wirklich, wirklich Angst. Und wenn jetzt eben, wie gesagt, die sogenannten Altparteien oder etablierten Parteien jetzt eben sich dem ganzen Populismus-Scheiß anschließen und auch eben Gesetze erlassen, die logisch schwierig nachvollziehbar sind und wirklich nur minimalste, wenn überhaupt, Verbesserungen für relativ viel Aufwand bewirken oder eben hier Reaktionismus betrieben wird, sprich es gibt Messerstechereien, wir verbieten Messer, als ob das die Ursache gewesen wäre, beziehungsweise einfach irgendwo, mich stört das auch. Ja, also es ist nicht so, dass ich mich da nicht drüber aufregen würde, nur weigere ich mich jetzt hier hinzustellen und mich furchtbar, furchtbar aufzuregen und hier einen auf Wutbürger zu machen. Besser auf Hutbürger, das mache ich immer gerne. So, und das war jetzt ein viel zu langer Einspieler, das wollte ich aber einfach nur mal gesagt haben, damit auch meine politische Position da mal klar ist. Populismus lehne ich ab, allein schon aus Gründen dessen, dass ich in allem, was ich so erkläre, grundsätzlich immer Komplexität versuche einzubringen und alle Seiten eines Themas zu beleuchten. Und wenn mir das mal nicht gelingt, beschwert euch gerne. Aber ja, daher ist mir das wirklich ein Graus, schlimme Sache. Gut. Ja, und dann möchte ich noch gerne die Sachinformation weitergeben, dass Springmesser wie dieses in Künfte dann vielleicht, also so das Gesetz durchgeht, ein verbotener Gegenstand sein werden. Das bedeutet, die darf man dann nicht mehr besitzen, erwerben, mithandeln oder sonst irgendwie was damit anstellen. Das ist, wie gesagt, jetzt erstmal die Sachinformation. Hintergrund, vielleicht für Leute, die sich mit Springmessern nicht auskennen. Ein Springmesser ist nicht ganz klar definiert. Im Zweifelsfall, wenn es bei einem Messer nicht ganz eindeutig ist, gibt es einen Feststellungsbeschluss vom Bundeskriminalamt, die dann eben sagen, das ist ein Springmesser oder das ist nicht ein Springmesser. Und das gilt dann letzten Endes und so wird es dann am Ende festgemacht. Aber grob kann man sagen, dass Springmesser irgendeine Feder oder einen Mechanismus verbaut haben, der sie beim Betätigen eines Knopfes, eines Hebels oder ähnlichem selbstständig öffnen lässt, ohne dass man da noch irgendwas für tun muss. Bedeutet, die springen auf durch einen Springmechanismus, wie der Name schon sagt. Das ist so eine grobe Definition, wie gesagt, im Einzelfall entscheidet das Bundeskriminalamt. Ein Stiletto hier zum Beispiel, das ist definitiv ein typisches Springmesser und ist als Stichwaffe ausgeformt. Jetzt kann man natürlich sagen, nein, das ist das beste Messer der Welt, um einen Apfel zu schälen. Das ist aber de facto wahrscheinlich nicht unbedingt der Fall. Man sieht das schön an der Spitze. Die hat einen Anschliff auf der Rückseite und ist quasi als Dolchspitze ausgearbeitet. Der Anschliff auf der Rückseite mag vielleicht nicht scharf sein, das heißt, er hat keine direkte Klinge. Er hilft aber trotzdem beim Eindringen des Messers in, ja, vermutlich Fleisch. Und dadurch ist es schon vom Design her darauf ausgelegt, als Stichwaffe verwendet zu werden. Es ist auch schön klein und schmal. Und ja, die Klinge ist also wirklich von der Klingenarchitektur her darauf ausgelegt. Das kann man jetzt bestreiten, wer das unbedingt möchte, aber das ist definitiv so. So,
Es gibt neben solchen Springmessern, bei diesem hier springt die Klinge ja seitlich raus, also es ist ein normales Klappmesser, wie man Klappmesser kennt, mit dem kleinen Unterschied, dass man die Klinge halt nicht selber rausklappen muss, sondern sie klick, flipp, macht und von alleine dann aufspringt, beziehungsweise von alleine sich ausklappt. Übrigens, das Messer hat auch noch eine Parierstange, das ist auch, kann so interpretiert werden oder kann deswegen am Messer angebracht sein, damit es im Fall eines Zustoßens verhindert, dass die eigene Hand in die Klinge reinrutscht, also einen gewissen Schutz für den Messernutzer darstellt oder dass das Messer halt nicht so tief eindringt, dass man es nicht mehr rausbekommt. Das sind mögliche Gründe, nur mögliche. Ich sage nicht, dass das hier beabsichtigt war, aber mögliche Gründe, weshalb es Parierstangen gibt. Ja? Theoretisch kann man damit auch parieren, so es sich dann um einen Degen oder Ähnliches handelt oder es ist einfach ein Schutz der Hand bei ja, Schwertern oder eben Degen ursprünglich sicherlich auch mal gewesen. So, jedenfalls, wenn man das Messer wieder zukriegen muss, dann hat das was mit diesem kleinen Hebelchen bzw. dem Knopf in der Ritze unten zu tun. Den muss man dann irgendwie betätigen, damit das Messer wieder zugeht, soweit ich das richtig interpretiere. Ich kenne mich mit Springmessern aber auch nicht ultimativ gut aus. Ich habe nie eins besessen, fand ihn nie attraktiv und wollte auch nie eins haben und daran hat sich bis heute auch nichts geändert. So, es gibt noch Modelle, der Vollständigkeit halber, bei denen die Klinge nach vorne rausspringt. Also wenn ihr euch das untere Ding anguckt, dann würde die Klinge jetzt quasi nach vorne herausstechen sozusagen und das Messer dann geöffnet da liegen. Ne? Das ist besonders perfide und die gelten als extrem gefährlich, potenziell, weil, wenn das jetzt ein kleines Messer zum Beispiel ist, das in eine geschlossene Faust reinpasst, dann könnte man beispielsweise, und das ist so auch schon vorgekommen, ein ahnungsloses Opfer zum Beispiel einen Arm um die Schulter legen, kommt dann mit der Faust, in der sich das Messer befindet, was das Opfer nicht weiß, in die Nähe des Halses des Opfers, drückt dann das Knöpfchen und entweder durch den Springmechanismus selbst wird die Klinge dann möglicherweise in den Hals des Opfers getrieben oder man hilft da halt dann noch hinterher noch nach. Da gibt es dann natürlich mehrere Möglichkeiten, was da in Frage käme. Aber das ist so einer der Gründe, weshalb Springmesser allgemein als perfide bzw. als potenziell böse Waffe mit dem Zweck, eine ja vergleichsweise böse Waffe zu sein, angesehen werden. Ja? Das ist einfach jetzt nur die Sachinformation. Darum gibt es Leute, die Springmesser für eine perfide und böse Waffe halten. Punkt. So. Und das scheint mir, aber das kann ich jetzt auch nur wieder spekulieren, das weiß ich nicht, der Grund zu sein, warum die Regierung der Meinung ist, dass man Springmesser generell verbieten sollte. Ja. So. Und ist das jetzt zweckmäßig, das weiß ich nicht genau, da bin ich auch nicht Experte genug, da müsste man wahrscheinlich eher die Polizei fragen oder Rechtswissenschaftler oder Kriminaliologen oder wen auch immer, der da sich mit sowas halt eben auskennt, ob das jetzt hilft, Straftaten zu verhindern. Ich meine, jemand, der einen Mord vorhat, der wird sicherlich auch eine andere Mordwaffe nehmen können, wenn er kein Springmesser zur Verfügung hat. Oder er wird auch an ein Springmesser herankommen irgendwie, obwohl die Dinger dann verboten sind. Es ist dann vermutlich schwieriger, an ein solches heranzukommen, aber sicherlich nicht unmöglich. Und jetzt ist halt die Frage, ob dieses Verbot dann irgendwie was bringt. So, jetzt noch ein paar Worte in persönlicher Sache, beziehungsweise noch ein bisschen Geschimpfe. Was ich nicht kapieren kann in der Diskussion, also sagen wir mal so, was ich verstehen kann, dass es Leute gibt, die finden das neue Gesetz scheiße. Dazu gehöre auch ich. So, grundsätzlich haben jetzt diese Leute das Recht, ihrer das Gesetz scheiße finden Meinung Ausdruck zu verleihen durch die gegebenen Methoden, die unser Land da diesbezüglich zur Verfügung stellt. Böse Briefe schreiben, demonstrieren, eine Kundgebung halten, Meinung frei äußern, dass man das scheiße findet, auf jedem erdenklichen Kanal, der einem dafür zur Verfügung steht. Alles gut, ne? Selbstverständlich. Wäre schlecht, wenn das nicht gehen würde, dann hätte man ein massives Problem im Land. Ja? Also, dass das noch geht, ist definitiv eine ganz, 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 ganz tolle Sache und ich hoffe, das wird auch immer so bleiben, dass das bitte noch so geht.
So, jetzt mag man das auch wieder scheiße finden, aber wir leben nun mal in einem Land, in dem es eine indirekte Demokratie gibt. Das heißt, wir haben Volksvertreter gewählt, die sitzen im Bundestag und die dürfen jetzt Gesetze erlassen. Und dafür sind sie demokratisch gewählt worden. Das war damals so und das könnt ihr jetzt noch so scheiße finden. Das ist jetzt trotzdem momentan eben der Stand dessen, was im Bundestag halt drin hockt. So, im Übrigen, ich bin auch nicht glücklich mit der Regierung. Möchte ich nochmal an dieser Stelle betonen, nur damit mir das jetzt hinterher wieder keiner unterstellt, dass ich die ganz toll finden würde. So, aber es ist nun mal so in einem Rechtsstaat, dass die Regierung Gesetze erlassen darf. Und wo kämen wir jetzt hin, wenn bei jedem Gesetz sich eine Gruppe findet von Leuten, die das nicht gut finden, wenn die Regierung dann gezwungen wäre, gezwungen, ja, sie kann da drauf hören, das kann sie, das muss sie aber nicht. Weil wenn sie darauf gezwungen wäre, jetzt zum Beispiel auf den VDB oder was auch immer zu hören, dann wäre das Gesetz logischerweise vom Tisch und es würde wahrscheinlich noch eine Vereinfachung des Waffengesetzes und eine Lockerung des Waffengesetzes folgen, aber das wäre ja nicht demokratisch legitimiert, weil es dafür halt eben keine Mehrheit in der Bevölkerung wahrscheinlich gibt. Oder zumindest gibt es keine Mehrheit in der Bevölkerung, die die Parteienlandschaft so zusammengewählt haben für den aktuellen Bundestag, dass es realistisch ist, dass sowas kommt. Eine Waffengesetzlockerung. Und damit ist das Ganze eben demokratisch. Nur weil ihr euch jetzt aufregt und ihr ein Paar seid, bedeutet das nicht, dass ihr jetzt das Recht habt, die Regierung davon abzuhalten, Gesetze zu erlassen. Ja? Das wäre wirklich bei jedem Gesetz, die Regierung wäre völlig nicht handlungsfähig. Stellt euch das mal vor, wann immer ein paar Leute gegen ein Gesetz sind, oh ja, dann machen wir das Gesetz nicht. Dann hätten wir hier noch so ein Gesetz. Ist damit denn jeder einverstanden, jeder Einzelne in Deutschland? Nein? Okay, ja, dann machen wir das jetzt nicht. Wir wären nicht regierbar, so funktioniert kein Staat. Das geht nicht. Es muss in der Demokratie zwar eine Mehrheit geben, aber dann muss man auch akzeptieren, die Minderheit, dass diese Mehrheit jetzt nun mal das Recht hat, Gesetze zu erlassen. Und die einzige Möglichkeit, beziehungsweise die mächtigste Möglichkeit, die wir als normaler Bürger nun mal haben, neben der Tatsache, dass wir eine eigene Partei gründen können und selber in die Politik gehen wollen, wenn wir aktiv was verändern wollen, was kaum jemand will, was ich verstehen kann, will ich auch nicht, besteht jetzt wirklich bloß die Möglichkeit, bei der nächsten Wahl eben entsprechend dann wieder anders zu wählen und die Partei zu wählen, von der man hofft, dass die dann das macht, was man gerne hätte. Was schwierig genug ist, weil die Parteien selber selten gerne genau das machen, was sie vorher angekündigt haben und so weiter. Aber das muss ich niemandem erzählen. Das frustriert und senkt, denke ich, alle. Da sind wir alle im gleichen Boot und müssen damit irgendwie klarkommen. Aber es kann nicht sein, dass ihr automatisch so tut, als hättet ihr das Recht, die Entscheidung des Bundestages umzuwälzen. Das habt ihr nicht. Ja, das könnt ihr versuchen, selbstverständlich, und ihr könnt Argumente bringen. Und das Argument, dass das Gesetz scheiße ist, ist ja meiner Meinung nach auch vollkommen richtig. Aber wenn die Regierung dann halt unbedingt das so durchpeitschen möchte, dann muss sie das auch tun können. Sonst ist unser Staat nicht handlungsfähig. Das geht nicht. Und was im Übrigen nämlich auch nicht geht, ist, anderen Leuten vorzuschreiben oder vorschreiben zu wollen, gefälligst auch eurer Meinung sein zu müssen. Ja? Wenn ich also sage, mir ist das egal, dann ist das mein gutes Recht, dass mir das egal ist. Ja? Und das werdet ihr hoffentlich nachvollziehen können, wenn ihr mal eine Sekunde nachdenkt und feststellt, dass es einen Haufen anderer Themen gibt, die euch auch egal sind. Und da wird es Leute geben, denen das aber wichtig ist. Und diese Leute nerven euch jetzt nicht damit, dass euch dieses Thema gefälligst was anzugehen hat. Ja, beispielsweise, Venedig geht unter. Ja, nehmen wir mal an, also das ist dabei, ne, und nehmen wir mal an, das wird noch schlimmer und dann geht Venedig irgendwann total unter. So, und jetzt wird es Leute geben, die der Meinung sind, dass jeder, weil Venedig so toll ist, jeder jetzt gefälligst nach Venedig fahren muss, zum Sandsäcke schleppen oder jeder jetzt gefälligst 1000 Euro an Venedig spenden muss, damit sie eine noch größere Flutschutzwand vor ihre Stadt errichten können, damit Venedig gefälligst nicht untergeht. Und wie kannst du nur das Weltkulturerbe Venedig nicht retten wollen? Was bist du für ein schlimmer Mensch, dass du nicht bereit bist, viel Zeit, Geld und Energie zu investieren, um Venedig zu retten? Du böser. Ja? Das kann nicht angehen, dass ihr mir vorschreibt, was ich zu denken und zu lassen und zu glauben und welche Meinung ich zu haben habe. Ihr könnt Argumente bringen, ich habe aber kein einziges Argument, weshalb Springmesser so furchtbar wichtig sind, gehört, das mich irgendwie ansatzweise überzeugt hat.
Aber einfach darauf bestehen, dass ich grundsätzlich dagegen sein muss, dass irgendwelche sogenannten Grundrechte auf Springmesserbesitz eingeschränkt werden. Nein, da muss ich nicht grundsätzlich dagegen sein. Das kann mir egal sein. Ich habe das Recht, dass mir das egal ist. So wie mir egal ist, ob in China ein Sack Reis umfällt. Und mal ganz ehrlich, uns allen wird ziemlich egal sein, dass der kleine Timmy in Afrika, nennen wir ihn jetzt einfach mal so, zu wenig zu fressen hat. Weil wir eigentlich nicht viel als Gesellschaft unternehmen, um daran was zu ändern, dass der kleine Timmy in Afrika zu wenig zu fressen hat. Oder dass sich die Sahara weiter ausdehnt, oder dass der Klimawandel voranschreitet, oder dass Indonesien, einige Inseln langsam untergehen, etc. pp. Das ist uns alles völlig wurscht, weil es uns nicht betrifft, hier in unserem schönen Land, wo die Welt weitestgehend noch einigermaßen in Ordnung ist, im Vergleich zu ganz vielen anderen Ecken. Und, ne? Das ist euch auch alles egal. Mir auch. Wie gesagt, wir sind Menschen. Wir können uns nicht um jedes Problem einzeln individuell jeweils kümmern und nicht um jede Sorge der Welt uns einzeln individuell jeweils immer Sorgen machen. Stellt euch mal vor, ihr müsstet um jeden Menschen trauern, der gerade gestorben ist, unabhängig davon, ob ihr den persönlich kennt oder nicht. Ihr werdet ja nur noch am Trauern. Ihr würdet sofort völlig wahnsinnig werden und euch wahrscheinlich das Leben nehmen, weil man damit überhaupt nicht klarkommen würde, wenn man sich um jedes Problem kümmern müsste. Ja? Daher, es kotzt mich wirklich an, muss ich wirklich so deutlich sagen, dass ihr der Meinung seid, mir vorgeben zu müssen, welche Meinung ich hier jetzt zu diesem reinen Meinungsthema haben soll. Es geht hier ja nicht um die Wahrheit oder um irgendwelche Fakten oder sonst wie, sondern es ist ein hundertprozentiges Meinungsthema. Fakten wären, dass das Gesetz wahrscheinlich nicht viel bringt. Ja, das ist ein Fakt, dass das logisch nachvollziehbar auslegbar ist, dass der Nutzen wahrscheinlich nur minimal sein wird. Ja? Aber trotzdem, ob dich das jetzt interessiert oder ob du einen minimalen Nutzen immer noch ganz gut findest, was nicht der Fall ist bei mir. Ne? Ich möchte betonen, ich möchte das Gesetz so auch nicht haben. Aber es ist trotzdem mein gutes Recht, nicht ganz viel privates Zeit und möglicherweise Geld zu investieren, jetzt da stinkend und sauer und wütend gegen vorzugehen, dass dieses Gesetz da durchkommt. Ja, das ist meine private Entscheidung. Das geht euch einen Scheiß an, ob ich da mitmachen möchte oder nicht. Sonst könnte ich euch auch zwingen, jetzt Klimaschutz zu betreiben und zwar intensiv. Kann ich aber nicht. Leider. Würde ich gern, kann ich aber nicht. Und das ist auch gut so, weil wir halt eben in einer Demokratie leben und ihr nicht das Wörtchen Demokratie verwenden könnt, um dieses Gesetz ganz furchtbar schlimm zu finden, wenn ihr dann die Prinzipien der Demokratie nicht anwenden könnt, um zu akzeptieren, dass jemand anders das Gesetz nicht furchtbar schlimm findet. So, also das geht mir wirklich gehörig gegen den Strich und das wollte ich jetzt nochmal raushauen. Und jetzt sind wir an dieser Stelle auch am Ende. Bedanke mich, bis zum nächsten Mal für diejenigen, die da noch da sind. Und wenn es weniger sind, dann sind wenigstens die Richtigen nicht mehr da. Ja? Also das basiert immer auf Gegenseitigkeit. Macht's gut. Beziehungsweise der Ben vor Ort sagt noch Tschüss. So. Ich hoffe, damit werden die allernervigsten Teile abgehandelt. Und jetzt gehe ich wieder nach Hause. Tschüss.